Simon, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video aus dem Auto raus. Wir haben heute eine special Idee für euch. Und zwar, was heißt Idee? Ich laber schon wieder echt nur Scheiße. Wir sind bei Alaturka, pass auf. Alaturka, früher mein allererster Döner-Test gewesen und hat da echt abgerissen. Und deshalb kriegt dieser Döner von mir 8,9 Punkte und ist somit der Gewinner. Ich war auch noch mal undercover da. Das war aber zur Zeit, als ein kleiner Skandal war, sage ich mal. Und ich konnte das Video damals nicht hochladen, weil einfach der Aufschrei groß war, dass man den Laden nicht supporten soll. Und der hat übrigens undercover kein Fleisch drin gehabt, gar nichts. Ne? Deshalb war auch irgendwann aus der Liste raus. Mit Kamera hat er aber performt an dem Tag. Das muss ich noch dazu sagen. Wer ist 8,45 drin? Hey, Yüksel! Die haben Fleisch vergessen im Döner. Ich konnte ihn gar nicht bewerten richtig. Jetzt haben sich da die Umstände geändert. Das Gesicht von dem Laden, der ist raus aus dem Laden. Und jetzt können wir den Laden wieder testen. Wir machen jetzt erst einen Undercover-Test. Der gute Karumi wird für uns rein. Wir machen den Undercover-Teil. Ihr seht gleich aber erst, wenn ich mit Kamera reingehe. Wir haben schon gesagt, du machst mit Handy, ne? Mhm. Machst mit Handy und tust so, als wenn du, weil ich da kann man auch extra Fleisch und so bestellen. Checkst erstmal aus, tust so, als wenn du mit deiner Freundin telefonierst und dann gibst du mir die News. Aber erstmal guckst du, was es da für Optionen gibt mit mehr Fleisch und bla, 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 dass wir nicht irgendwelche Fehler machen. Ja, bis gleich. Und wir sehen uns jetzt erstmal im normalen Test. Mit der Kamera gehen wir rein. Dann sehen wir uns hier wieder an der Stelle im Undercover-Test. Also Leute, wir haben gerade undercover schon gesnackt. Jetzt gehen wir direkt rein. Mission ist es natürlich auch heute. Der Kollege von Alaturka war nicht nur das Gesicht, der hat den Fleischspieß gesteckt, der hat die Rezeptur gegeben, der hat alles gegeben. Wie schmeckt das Ding denn, wenn dieser Mensch weg ist? Nach Möglichkeit natürlich eine vernünftige Einarbeitung gemacht und die Rezeptur auch weiter vermacht und der hat sich ordentlich Kröten in die Tasche gesteckt und eine Abfindung und keine Ahnung. Wie auch immer das gelaufen ist, wir hoffen, dass er heute noch so schmeckt wie damals. Wenn man das Bild sieht und schon mal irgendwelche Videos gesehen hat, das ist halt das Gesicht von Alaturka. Steht auch schön Germany's Best Kebab. Ich hoffe, dass wir da jetzt drin filmen können auch. Denn früher war das immer ein bisschen Film, hier filmen zu dürfen. Ich muss mal erstmal nachfragen. Okay, also der Kollege sagt, was hast du eben zum Fleisch hier gesagt? Du bist auch viel bei Döner unterwegs. Zu dem Döner, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das Fleisch einzigartig. Ja. Obwohl, ich sag mal so, ich esse gerne, wenn es bessere Dönerfleischqualität ist, ohne Soße. Ja. Also ich fand den, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr stark. Das ist jetzt das dritte Mal, dass hier war. Aber was ich sagen muss, beim Fleisch haben die wirklich stark reduziert. Mhm. Von der Menge hier, meinst du? Von der Menge, Ich werde mir mal selber hier einen Eindruck machen. Ich filme noch mal kein Problem. Eben den Spieß auch, wir stehen hier so blöd im Eingang. Ich danke dir erstmal vielmals für deine Infos. Vielen Dank, guten Hunger, ne? Danke. So Leute, Oldschool-Feeling hier am Start zu sein. Das ist ja mein erster Döner-Test noch gewesen. Mein erster Döner-Test? Ja, ich glaube, mein erstes Döner-Video war hier unter anderem in diesem Laden. Lang, lang ist es her. Da vorne in der Ecke habe ich gegessen. So eigenen Ayran haben die auch. Also, da kann ich euch empfehlen, der Ayran ist hier sehr heftig. Minze Dill zum Beispiel, wild, ganz wild. Ich hab Gänsehaut, wo ich den Dönerspieß sehe. Oldschool Vibes. Nochmal für die, die am Anfang vielleicht geskippt haben. Anfang vom Video wird tendenziell statistisch oft geskippt. Als ich nochmal undercover da war fast kein Fleisch da. Ne? Und deshalb ist er auch aus dem Ranking geflogen. Undercover fast kein Fleisch gewesen. Wirklich, du musstest suchen. Konntest du gar nicht werten, den Döner. Mit Kamera wieder hat er aber richtig gut performt. Richtig gut performt, auch an dem Tag. Wir nennen den Döner auch Steak im Brot. Starkes Statement. Aber dazu muss ich sagen, für die, die das nicht kennen, es hat die Döner-Vibes. Es hat die Döner-Vibes. Sie nennen es jetzt Steak. Viele sagen berechtigterweise, dann jetzt, was hat ein Steak im Döner-Spiel. Das ist es nicht. Es ist Döner. Aber ein Upgrade. Wenn er gut performt. Aber ein ganz starkes Upgrade. Und hier das leckere Brot noch. Hier macht der Kollege das Brot ganz frisch, ne? Ich muss sagen, Leute, Ladenbrot, nicht zu Unrecht eine der beliebtesten Varianten, Döner zu essen. Meistens halt das Gekaufte. Wie macht das Fladenbrot hier frisch? Nach eigener Rezeptur ganz frisch aus dem Ofen. So wie kann ich euch auch aus dem Undercover-Test hervornehmen. Es ist ein meilenweiter Unterschied. Und es ist so eine heftige Kombi. Döner in einem frischen, geilen Fladenbrot. Du kannst das Fladenbrot auch versauen, aber es ist hier ein heftiges Fladenbrot. Es ist wirklich stark. Probleme hatten die oft damit, dass sie das zu kross gemacht haben damals. Aber wenn das nicht der Fall ist, wild.
Du kannst hier halt auch, ich nenne es jetzt mal Ofengemüse. Ich weiß gar nicht mehr, ob es frittiert ist oder nicht, aber es ist nicht dieses eklige, sapschige. Ich sage jetzt einfach mal Billiggemüse. Und das Gemüse, was sie nehmen bei den vergangenen Malen, ist wirklich, wenn du jetzt eine Karotte nimmst, richtig heftig, intensiv, nicht so tot gekocht, frittiert, wie auch immer. Vielleicht kommt es auch aus dem Ofen, ich weiß es nicht, aber es hat richtig, richtig Geschmack. Du merkst die Qualität. Ich muss von meinem letzten Besuch von dem Laden schwärmen, außer das Undercover-Malen. So, und bevor ihr jetzt seht, wie der Döner belegt wird, sehen wir erstmal den Undercover-Versuch. Genau, und dann sehen wir uns wieder hier drin. Und zurück im Undercover-Teil. Ich kriege jetzt gleich einen Anruf hier, was für einen Döner wir uns bestellen. Hi, Baby. Hi, Baby. Steak im Brot und Steak im Brot XL. Steak im Brot und Steak im Brot XL. Ja, dann nehmen wir den normalen. Wie viel kosten die jeweils? 59 klein und XL 11,50. Nee, wir nehmen normal. Man muss ja jetzt nicht auf XL machen. Dann nimmst du normal einfach, ja. Nur mit Fleisch, Zwiebel oder so wie... Erstmal keine Soße, nur Tomate, Zwiebel. Okay. Okay, bis gleich. Ciao, ciao. Kuss. Da ist mein Kollege am Start. Oh, war da jetzt schon so viel los, Alter, dass du so lange warten musstest? Wir haben lange gebraucht. Scheiße, ey. Kannst du einmal halten, dass ich reinfilmen kann? Okay, als ich letztes Mal undercover da war, wo ich im Intro von geredet habe, da war gar nichts. Das ist ein normaler Döner, ne? Ja. Bisschen aus wie Gyros. Oder? Das ist so, ja. Oha, ich gebe das mal weiter. Also das Fleisch, ich zoome mal noch mal rauf, sieht wirklich sehr dick abgeschnitten aus. Das irritiert mich ein bisschen. Wenn ich was dazu sagen darf. Ja, gerne die. Ich glaube, der Mann hat die Dame, die das Fleisch geschnitten hat, ein bisschen korrigiert und gesagt, dass es ungleichmäßig geschnitten ist. Deswegen echt? Weiß ich nicht, ob die Fleischqualität jetzt vielleicht ein bisschen... Egal, das ist ein normaler Versuch. Normaler Versuch. Wir kriegen so den Döner, wie er ist. Eine Frau hat da geschnitten, ja? Puh, jetzt geht's los, Leute. Ich war ja noch nicht drin. Ihr habt den anderen Teil schon gesehen. Man muss auch dazu sagen... Nee, das sage ich im anderen Teil nochmal. Ich snack das einfach. Super Röstung vom Fleisch, auch super intensiv. Man sieht es ja, wie stark das geröstet ist. Sanftes Brot, habt ihr doch ein bisschen Kräuter. Feine Salznote, das ist ein ganz defensives, zurückhaltendes Brot. Das Einzige, was du eigentlich merkst, sind die Körner, aber sonst ist es super sanft. Es gibt so viele Brote, die haben so viel Eigengeschmack, was auch geil sein kann, aber in der Regel passt es dann wieder nicht. Und hier ist es passend zum Brot, zurückhaltend. Wirklich eine ganz feine Salznote. Ganz feine Salznote im Döner. Und du merkst die dicken Stücke. Durch die dicken Stücke geht ein bisschen der Döner-Vibe verloren. Das so kross, das knuspert richtig im Mund. Wie so ein Chip. Geil aber. Wir stellen auch genau jetzt eine Frau hin, die den Spieß nicht schneiden kann. Das ist natürlich fatal. Ich würde den Döner nehmen mit Tomaten und Zwiebeln nur. Nur Tomaten und Zwiebeln. Ohne Soße. Ohne alles. Nee, normalen gerne. Normalen. Kommt das aus dem Ofen, das Gemüse? Ja. Okay. Und da macht ihr alles Gemüse in dem Ofen, ne? Ja. Alles Gemüse kommt aus dem Ofen hier. Das noch mal zu der Antwort, nicht aus dem, also Fritteuse. Hätte mich auch gewundert. Oh, da ist der frische Kollege. Ich filme jetzt hier draußen, weil ich habe hier jemanden, der mich jetzt eben filmt. Ach ja, ihr kennt ihn ja schon. Ich rede so, als hättet ihr ihn noch nie gesehen. Also da ist der gute Kollege. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sicher dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Dieses frische Brot, ich könnte euch 1000 Jahre davon schwärmen. Und so individuell, wie dieses Produkt generell ist, Fleisch ist jeden Tag anders. Brot ist nicht standardisiert. Die Hand geht in den Teig, es ist immer anders geformt, es wird immer anders vom Feeling sein. Mal ist es durchgebacken, mal nicht. Und so anders war das Brot jetzt auch bei meinem zweiten Versuch, wo ich mit Kamera da war. Leichtes Teigfeeling noch in der Mitte, außen knusprig. Welt. Alleine für das Brot hätte der Laden Preis verdient, wenn ihr mich fragt. Super, eins der heftigsten Brote in Deutschland. Zwiebel, gefühlt auch preisverdächtig. Egal wie viel Döner ich gegessen habe, dieses Feeling mit Zwiebel und Fleisch hatte ich noch nie. Als hätte die Zwiebel jeden Biss ummantelt vom Geschmack. Egal welches Geschmacksfeeling du hattest, diese Zwiebel hat diesen Geschmack ummantelt und einfach ein Upgrade gegeben. Und jetzt versuche ich in der Abschlussansage, die beiden Döner zu vergleichen und Pro und Contra einmal auszusprechen. Denn der Undercover war nicht unbedingt schlechter und ich sage euch jetzt warum.
Ich habe jetzt 100 Jahre überlegt, wie ich euch diese beiden Döner am besten vergleiche. Beim Undercover-Versuch. Fleisch aufgeteilt in zwei Punkte. Intensität und generell Geschmacksbild. Da geht es entweder in die ganz kernige Richtung oder in die seidig-sanfte, geschmeidige Richtung. Der Undercover-Versuch, dadurch, dass das Fleisch so dick geschnitten war, war wesentlich intensiver vom Fleisch und wesentlich kerniger. Der Fleischgeschmack kam viel mehr durch. Der Versuch mit Kamera, da hat das Fleisch immer angeklopft, bam, aber hat sich nicht durchkämpfen können. Der Fleischgeschmack war wesentlich weniger intensiv und auch weniger kernig. War einfach viel geschmeidiger, weil die Menge am Fleisch einfach nicht da war, logischerweise. Undercover-Versuch, geiles, seidiges Prickeln vom Salz. Mit Kamera wiederum aber noch geiles Brotfeeling. Ich hätte tatsächlich dem Undercover-Versuch 9-1 gegeben und den mit Kamera 9 Punkte. Den mit Kamera 9 Punkte. Da aber niemand so dicke Fleischstücke da kriegt, ist in dem Fall, würde ich jetzt mal sagen, schreibt es in die Kommentare, der repräsentativere Versuch der mit Kamera. Und deshalb gehe ich hier auf eine 9, denn keiner wird das Fleisch da so abgeschnitten bekommen. Kuss geht raus, dass wir gerne einen Kommentar da, gerne den Daumen oben scheppern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.